Hey ihr da draußen und ganz herzlich willkommen zu dieser neuen Folge Ostwind. Es freut mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Irgendwie ist meine Stimme heute so ein bisschen, naja, ich sag jetzt mal nicht so gut. Ich weiß ehrlich gesagt nicht warum. Ich bin einfach nur so minimal heiser. Kommt vielleicht auch daher, dass ich gerade erst aufgestanden bin. Aber gut, ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das kennt. Ich habe morgens immer so eine richtig komische Stimme. Aber ich würde sagen, wir labern jetzt nicht viel rum, sondern spielen endlich Ostwind weiter. Ich hoffe, oh mein Gott, alles klar. Ich hoffe sehr, dass man meine Meerschweinchen im Hintergrund nicht so laut hört, weil die haben, ja, gerade so ein bisschen Aktivitätsprobleme, sage ich mal. Aber wir sind jetzt zurück in Ostwind. Und ich muss sagen, ich habe ja 3 Folgen hintereinander aufgenommen, weil ich es so cool fand. Jetzt habe ich so ein bisschen den Faden verloren, was wir tun müssen. Steige auf dem Turm, alles klar. Aber das mache ich schon ohne Pferd, oder? Also, das wäre ein bisschen. Gut, okay, wir steigen jetzt einfach mal alleine auf den Turm. Okay, das ist. Das war nicht richtig auf jeden Fall. Okay, also ich glaube, ein Pferd hier hoch wäre auch nicht so geeignet. Geh mal hoch. Oh Gott, sieht gefährlich aus. Und da sind wir. Müssen wir schießen üben, oder wie? Okay. Leute. Easy, oder? Das war ja gar kein Problem. Kann man da nicht so ein bisschen zoomen? Check. Und. Gut, ich meine, ich brauche irgendwie noch ein bisschen zu lang. Wo ist denn hier noch ein Ziel? Seht ihr hier noch eins? Nicht runterfallen am besten. Ich sehe ehrlich gesagt keins mehr, wenn ich hier gucke. Ah, da ist noch eins. Versteckt, aber es ist da. Noch eins soll anscheinend hier sein. Da unten. Okay, das haben wir geschafft. Können wir da runter? Nein, das war mir schon klar. Irgendwo oben. Aber ich dachte vielleicht, es ist nicht so realistisch. Man kann einfach runterspringen. Gut, also ich meine, wir haben jetzt die Ziele getroffen und ich glaube, da könnte man auch so Einstellungen machen, dass das mit dem Bogen leichter ist oder schwieriger. Ich bin sehr froh, dass das jetzt nicht so schwer ist. Hören wir uns mal an, was er zu sagen hat zu unseren Ausgezeichnet. Das Künsten. sieht schon sehr gut aus. Übe weiter an deiner Konzentration. Du wirst viele Dinge finden, auf die du schießen kannst. Wenn du die Augen offen hältst. Und ob ich darauf schießen darf, ist halt die Frage, ne? Okay, und mit dieser Konzentration kriege ich meine Wut unter Kontrolle? Ja, Geduld, Konzentration und Selbstbeherrschung. Das sind die Säulen auf dem Weg des Kriegers. Warum erkundest du jetzt nicht erstmal ein wenig die Umgebung und ich melde mich später bei dir? Und ich werde dir helfen und dich leiten. Keine Angst, zusammen schaffen wir das. Okay, ich glaube. Okay, Ziel aktualisiert, alles klar. Nebenmission. Very interesting. L. Ah, jetzt habe ich das mit den Nebenmissionen auch verstanden. Ich weiß nicht, ob wir uns so sehr darauf konzentrieren sollen. Oder ob wir eher wirklich. Ob wir uns da auf die Story-Missionen konzentrieren wollen. Aber ich muss euch sagen, ich finde es eigentlich ganz schön. Also, das Ding ist, ich muss immer ein bisschen auf die Zeit gucken, weil ich kann hier jetzt halt auch, oder ich will eigentlich nicht so eine Stunde aufnehmen. Wo müssen wir denn lang? Da lang. Okay. Ups. Das ist. Nein, das ist nicht wie erstes. Oh, ich kann nicht einfach überall runtergehen. So ein Mist. Wir hier runter, komm schon. Komm schon. Ostwind, das schaffst du. Also, wenn ich nicht gut in diesem Spiel bin, stecken wir gerade fest. Aua. Okay. Das war jetzt nicht so geplant. Egal. Und wir sind. Oh Gott. Runter da. Oh Gott. Ich bin so gut. Wir wollen doch nur da lang.
Okay, wir haben es jetzt rausgeschafft, so einigermaßen. Und da vorne sind Flieger. Okay, alles klar. Wo sind wir denn hier gelandet? Und der ist sogar am Starten gerade. Okay. Interessant. Darunter müssen wir. Können wir da wieder nicht runterreiten? Ich glaub's nicht. Das mit den Wegen ist halt schon sehr ärgerlich. Und man hat ja nur eine Richtung vorgegeben. Und da finde ich es relativ schwierig, dann den bereitpassenden Weg zu finden. Das sieht mir schon ganz gut aus hier. Ein See, können wir da rein? Ich glaube hier eher nicht, aber man kann es ja mal versuchen. Vielleicht können wir ja schwimmen. Schade. Sven kann nur ganz leicht da rein. Egal. Da. Aber da muss ich nochmal wirklich hinzufügen, dass ich die Geräuschkulisse echt schön finde. Also so alle kleinen Details, die man hier sieht, haben halt auch ein Geräusch, sage ich jetzt mal, oder einen Sound hinterlegt. Und das macht es für mich irgendwie echt deutlich angenehmer zu spielen. Aber ich glaube, ich bin auch allgemein so eine, die sehr viel Wert auf den Sound und die Musik allgemein legt, weil das für mich echt viel mit dem Spielerlebnis zu tun hat. Ups. Aber wann kommen wir denn am Ziel an? Müssen wir jetzt überall hinreiten? Ist ja echt nicht ohne. Können wir da hoch? Komm schon, Ostwind. Okay, also, wir sehen, Leute, es ist mir einfach das erste Mal aufgefallen, dass darunter die Meterzahl steht. Ich dachte mir gerade, wie sehen wir denn, wie lange wir noch haben? Ah, das war wieder ganz schlau von mir. Oh Gott, da lenkt er von selbst. Wir sind hier irgendwie zwischen Klippen oder so. Aber wie ihr seht an der Meterzahl, nähern wir uns unserem Ziel doch. Langsam, aber sicher. Sehr langsam, aber doch einigermaßen sicher. Und anscheinend sollen wir jetzt mit Tinker sprechen. Was ich doch sehr verwunderlich finde, denn wir dürfen ja nicht vergessen, dass wir auf Flucht sind. Ich frage mich, aber wir laufen ja nicht zurück zu dem Gestüt, sondern irgendwo hin, wo wir uns mit der treffen. Denke ich doch mal. Oh mein Gott, wir müssen irgendwie auf den Berg drauf. Das ist mal wieder eine Aufgabe. Wie soll das funktionieren? Wo ist da ein Weg? Hilfe! Ah, okay. Das hat dann doch relativ gut funktioniert. Und ich weiß nicht, wo wir sind, aber hier ist auf jeden Fall Tinker. Irgendwas Abgelegenes auf jeden Fall. Das lässt sich schon mal sagen. Können wir nicht absteigen? Nein, ich will dich nicht abschießen. Auf E, auf F? Wie ging es denn nochmal? Mist, vielleicht muss ich nahe zu ihr hinreiten. Ich hätte gleich weiterspielen sollen. Hallo? Also die Steuerung ist irgendwie echt komisch. Ich komme gerade gar nicht klar. Absteigen bitte. Jetzt. Ich weiß nicht, warum es gerade nicht funktioniert hat. Vielleicht war es irgendwie gesperrt. Aber jetzt haben wir es ja geschafft. Ari, da bist du ja. Ich habe mir solche Sorgen gemacht. Und Ostwind ist auch hier. Alle suchen nach dir. Und ich meine wirklich alle. Isabels Handlanger, die Polizei, die Lokalnachrichten. Du hast eine ganz schöne Flucht hingelegt. Das stimmt. Ich wollte nur Ostwind beschützen. Vielleicht habe ich etwas überreagiert. Herr Kahn hat uns gefunden und trainiert mich jetzt. Trainiert dich? Wofür? Um wieder abzuhauen? Er lehrt mich den Weg des Kriegers, um meinen inneren Frieden zu finden und Isabel zu zeigen, dass man das Vertrauen eines Pferdes gewinnen kann, ohne ihm weh zu tun oder seinen Willen zu brechen. War das Herrn Kahns Idee? Also, Ari, wenn wir nichts tun, ist es aus. Maria kommt nicht mehr zurück. Sam ist einer von Isabels engsten Handlangern, mal abgesehen von Thordur. Und mich haben sie auch schon aus dem Gestüt geworfen. Oha. Die lassen sich niemals überzeugen, dass irgendeine von Kahns alten Mythen besser für die Pferde ist.
Isabel geht's nur um Fortschritt und Geld. Tinker, ich... Hör mal, ich muss dir etwas zeigen. Hier geht's nicht mehr nur um Ostwind oder dich. Folge mir zum Gestüt, sie haben es zur Hölle auf Erden gemacht. Oh Gott, da bin ich jetzt aber echt gespannt. Geht nicht. Ostwind ist immer noch nicht bereit. Da bin ich echt gespannt, was die aus dem Gestüt gemacht haben, bin ich ganz ehrlich. Bin ich sehr gespannt. Du meinst, deine Kriegerkräfte haben ihn immer noch nicht wieder auf die Hufe gebracht? Deswegen trainiert Herr Kahn uns noch. Uns beide. Na schön, verstehe. Also, ich kann dir helfen. Ich weiß ja auch ein wenig über Pferde. Vergiss nicht, ich bin Kaltenbachs Stallmädchen Nummer 1. Haben sie dich nicht rausgeworfen? Aus diesem gruseligen Isabel Kaltenbach, ja. Aber nicht aus dem echten Kaltenbach, das immer noch in meinem Herzen weiterlebt. Also, folge mir mit Ostwind. Ich halte eine konstante Geschwindigkeit, das gehört zu deinem Training. Ein kleiner Spaziergang zur Abwechslung wird eure Verbundenheit auch stärken. Okay. Folge, Tinker. Ich habe gelesen, beziehungsweise bei euch in den Kommentaren gesehen, dass diese Verfolgungsjagden und so, die noch kommen werden, dass die unglaublich nervenaufreibend sein sollen anscheinend. Da bin ich schon mal sehr gespannt. Das ist einfach zu schnell. Ich find's ja auch cool, wie hier alle immer nur ohne Sattel rumreiten. Super für den Pferderücken. Da ist der Dunkerwald. Sehr düster, aber ziemlich hübsch und voller Leben. Machen wir einen Umweg. Ich wünschte, wir hätten so hübsches Gelände. Das ist echt schön. Stellt euch vor, das war euer Gelände und ihr könntet da lang galoppieren. Das wäre schön. Was für ein Anblick. Habe ich es dir nicht gesagt? Wo ist die denn hin? Da lang? Hä? Ah, da ist sie. Schön, wie sie auf uns wartet. Aha. Was ist das denn? Hey, was ist das? Hast du das Pferd gesehen? Es muss sich vor irgendetwas fürchten. Vielleicht ist da was im Unterholz. Okay, das hätte ich jetzt gerade nicht erwartet. Aber wie gesagt, ich kenne ja auch den Film gar nicht. Ich würde sagen, gucken wir doch mal nach, Wölfe oder? Wölfe vielleicht? Wölfe, oh Gott. Schlimmster Albtraum von mir. Ich habe so Angst vor Wölfen. Kann sein. Gehen wir ihm nach und schauen, ob alles in Ordnung ist. Außerdem möchte ich gerade nicht wirklich einen Wolf treffen. Ich auch nicht. Oh Gott. Ich weiß aber nicht genau, wie soll ich den jetzt einfangen? Stehen bleiben! Folge dem Wildpferd. Ja, folgen schaffen wir vielleicht. Ach, nicht gegen Baum. Oh mein Gott. Da unten ist es. Also die Lenkung finde ich heute irgendwie echt schwierig. Ich weiß nicht, die hat sich ja gar nicht verändert, aber... Die Frage ist, wo führt uns das Gute denn jetzt hin? Eieiei. Schranke. Hast du das gesehen? Das arme Pferd hat es nicht über den Zaun geschafft. Er scheint nur Angst zu haben, aber kräftig genug ist er. Das ist die perfekte Gelegenheit, um dein Können zu testen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, jeder, der in echt ein Pferd zu tun hat, weiß, dass ich ein Pferd nicht einfach so irgendwo hinlege. Die sind da nämlich angreifbar. Aber ich muss mich echt zusammenreißen, manchmal nichts zu sagen. So, überlegt euch mal, ihr kommt mit eurem Pferd nicht über den Sprung. Und dann hat er Angst und legt sich einfach vor den Sprung hin. Okay, ich muss aufhören. Ernst bleiben. Nähere dich langsam dem Pferd.
Strahle Dominanz, aber auch ein gewisses Maß an Vertrauen aus. Pass auf, dass er nicht vor dir davonläuft, weil du ihm Angst machst. Versuche, ihm etwas von deiner Kraft abzugeben. Ja, dann befolgen wir doch mal, was sie sagt. Wie etwas, das Herr Khan sagen würde. Es klingt wie verrücktes Geschwafel, aber einige Menschen können das. Pferde können das spüren. Versuch's einfach. Mal sehen, wie viel vom Krieger in dir steckt. Da bin ich mal gespannt. Okay, mal absteigen. Er fürchtet sich vielleicht ein wenig, aber du musst ihm zeigen, dass es keinen Grund zur Furcht gibt. Hier, mein Großer. Ich weiß, dass du das schaffst. Spürst du es? Nicht versuchen, einfach machen. Du bist stark genug. Das war unglaublich, Ari. Ich wusste, dass du es kannst. Du bist wirklich die Kriegerin, wie der alte Khan sagt. Du bist die Richtige für Ostwind. Wenn du so weitermachst, ist er schon bald wieder auf den Beinen. Vielleicht sogar besser als zuvor. Aber warum ist hier eine Schranke? Das ist so die Frage, die ich mir stelle. Mitten im Wald und ein Zaun, der irgendwas abgrenzt. Bin mal gespannt, ob wir das noch erfahren werden. Nein, ich wollte ihn gar nicht fliegen. Ich wollte aufsteigen. Mit den Tastenkombinationen und den Merken habe ich es absolut. Aufsteigen, aufsteigen. Okay. Und dann folgen wir denen einfach mal. In der Hoffnung, dass wir erfahren, was da hinter diesem Zaun sein sollte, warum er eingezäunt ist. Bin ich jetzt auch mal gespannt. Also, wie hast du sie abgeschüttelt? Wen abgeschüttelt? Tordo und Isabel. Die haben Sekunden, nachdem du verschwunden bist, alles mobilisiert. Pferdetrainer, die Polizei. Ich weiß nicht ganz. Wir sind durch den Fluss geritten und haben uns unter Brücken versteckt. Dann haben sie die Straße versperrt und ein Ast hat mich erwischt. Und dann habe ich Mika gesehen. Ich dachte, das bleibt unser kleines Geheimnis. Mika? Also ich weiß ja nicht. Das Feuer in Andalusien hat sie schwer erwischt. Sie ist immer noch im Krankenhaus. Sie ist mir irgendwie erschienen. Wie eine Vision. Sie liegt im Koma. Das Einzige, was die macht, ist seit Wochen durchzuschlafen. Vielleicht hast du einfach nur geträumt. Vielleicht ist das auch alles nur ein Komatraum von Mika. Und was bin ich dann? Teil ihres Traums? Und was bist du dann? Du bist auch. Nein, ich sitze neben ihr im Bett und erzähle ihr all diese Dinge. Denk ihr das alles aus. Erzähle ihr von dem verrückten Waisenkind namens Ari, das einen erwachsenen Mann ins Gesicht geschlagen und Ostwind gestohlen hat. Ich weiß nicht, ob sie das ernst meint oder versucht, lustig zu sein. Überleg mal, am Ende wäre das alles echt nur so ein Komatraum gewesen. Dann wüsste ich auch nicht mehr. Da. Echt schönes Gelände. Das will ich einmal in die Realität umwandeln. Die haben bei uns einfach in unserem Ausreitwald Steine gestreut. Und jetzt kann ich da nicht mehr galoppieren. Auf unserer Galoppstrecke sind jetzt überall kleine Steinchen. Ja, da sind wieder die Geräusche. Echt super. Wohin führt die mich denn jetzt? Gehen wir echt zurück zum Gestüt? Bin mir nicht ganz sicher. Ich konnte es jetzt auch nicht ganz erschließen, aus dem, was sie gesagt hat. Okay, doch, anscheinend wohl schon. Das ist etwas gefährlich. Egal, ich bin gespannt, wie es auf dem Hof aussieht jetzt. In Ordnung. Kannst du klettern? Dann wollen wir mal auf den Wasserturm hoch. Jetzt bin ich echt mal gespannt, weil sie ja meinte, wurde zu einer Hölle gemacht. Siehst du das? Die ganzen Zäune? Kaltenbach hat sich echt verändert, seit Isabel das Sagen hat. Irgendwie, welche Zäune denn? Kann es sein, dass ich irgendwie die Zäune nicht sehe?
Also hier sind Zäune auf jeden Fall. Oder meint sie die Zäune um den Hof? Was zur... Das sieht ja aus wie ein Gefängnis. Bin ich doof? Das ganze Ach, diese Anwesen Zäune. Hat sein Herz oh und seine Gott. Seele verloren. Deswegen sag ich ja, dass du nicht an die Güte in ihrem Herzen appellieren und ihr den Weg von Khan und den alten Mongolen zeigen kannst. Oh Mann. Okay, jetzt sehe ich den Zaun. Ich meine, es ist ja noch offen hier, aber das nimmt schon auf jeden Fall einen Reiz weg. Und wenn da offene Eingänge sind, macht es ja irgendwie auch wenig Sinn. Es geht nicht nur um dich und Ostwind, Ari. Wir müssen ihnen die Stirn bieten und dagegen ankämpfen. Das ist der wahre Weg des Kriegers. Kämpfen? Aber wie denn? Mit deinem Bogen. Nein, Spaß. Du musst mir vertrauen. Mit deiner Kraft und mit Ostwind haben wir eine Chance. Wir finden einen Weg, Isabel zur Rede zu stellen. Aber du musst Ostwind trotzdem noch trainieren und seine Kraft zurückbringen. Eure Freundschaft ist der Schlüssel, allen zu helfen. Ruh dich lieber etwas aus und mach dann so schnell wie möglich mit dem Training weiter. Wir hängen hier zusammen drin. Ich werde dir helfen, Ari. Okay. Das ist natürlich nicht schön. Ich dachte eigentlich, die Veränderung ist größer, muss ich ehrlich sagen. Sag mal, oh, kann ich da jetzt dahin reiten und mir es mal angucken von nahem? Ist ja eigentlich eine schlechte Idee. Aber wenn ich mir schon angucken kann, warum nicht? Oh mein Gott, das meint sie mit Zäunen. Okay, das verstehe ich. Ich klemme schon wieder fest. Nein, rückwärts. Wie schaffe ich sowas immer? Mein Gott. Okay. Diese Zäune meint sie anscheinend. Das sieht wirklich nicht gerade freundlich aus. Aber ich habe... Habt ihr einen Reitstall gesehen, schon mal, der solche Zäune hatte? Das ist echt nicht schön. Wie sieht es von der anderen Seite aus? Oha. Leute, das ist ja wirklich richtig eingezäunt. Ich meine, guckt euch das mal an. Okay, ich kann es doch nachvollziehen. Ich habe das nur von weitem irgendwie nicht gesehen. Das sieht krass aus. Das sieht wirklich, erinnert einen so an, wirklich an Knast. Da kann ich nur zustimmen. Wow, oha. Und da kommt man gar nicht rein, oder wie? Hier noch mit Stoppschild, damit erst recht keiner hingeht, oder wie? Boah. Mies. Das hat echt jeglichen Reiz verloren. Aber Leute, ich würde schon fast sagen, dass wir an der Stelle jetzt sogar aufhören. Denn wir haben zum einen schon über 20 Minuten mal wieder. Ihr wisst ja, wie es immer ist, wie schnell es immer rumgeht. Und ich denke, es ist ein ganz guter Punkt. Ich meine, wir haben jetzt gesehen, wie es auf Gut Kaltenbach mittlerweile aussieht. Und ich bin sehr gespannt, wie wir da dann wirklich helfen können. Ich weiß noch nicht so genau, was unser Ziel in diesem ganzen Spiel ist und wie wir helfen sollen oder wie wir alles zum Alten wiederbringen sollen. Und ich hoffe natürlich, dass zum Beispiel Mika später aus dem Koma noch erwachen wird. Meine Meerschweinchen fangen an, sehr, ja, viel zu spielen mal wieder, sage ich einfach mal. Nagen überall rum. Ich hoffe, man hört es nicht zu laut. Ich glaube, das ist wirklich ein allgemeines Zeichen, um diese Folge heute zu beenden. Ich freue mich aber, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid und wir mal schauen, wie uns dann der Weg weiterführt. Ich bin schon mal gespannt. Habt eine ganz, ganz schöne Woche und dann hoffe ich, dass wir uns nächstes Mal wiedersehen.